Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier auf meinem Kanal heute. Leider heute nur als nachvertont, denn es gab ein bisschen technische Probleme, und zwar Treiberinstallation, und dann hat OBS nicht mehr erkannt, welches mal eigentlich mein Standardaufnahmegerät ist. Deswegen war das tonlos, aber ich wollte jetzt die Aufnahme nicht wegschmeißen, denn wir haben was Tolles gemacht und dachte mir, Mensch, dann vertone ich das einfach im Nachhinein. Genau, ihr werdet wahrscheinlich jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund hören und jetzt auch schon sehen, wie ich gerade den Berg hier verschließe, das Loch im Berg, weil das wollte ich ja wegmachen. Wir haben ja den jetzt woanders durchgeführt und deswegen musste der da jetzt weg. Dann auch noch den Weg weggemacht, dann natürlich angepasst und ja, das dann letzten Endes alles wieder schön geglättet, indem ich hier den Weg so ein bisschen nach draußen ziehe, das ein bisschen aufbaue hier und dann natürlich auch im Endeffekt die Kanten wieder schön mache. Also hier einfach mal mit dem Glättungstool durchgehen. Ist nicht so einfach zu überlegen, was man jetzt eigentlich macht oder wie man den See eigentlich platziert, weil man will den ja auch so ein bisschen gehegemäßig nutzen, was wir auch machen werden. Aber wie man das macht, ist immer so ein bisschen schwierig, sich selber zu überlegen. Was wir auf jeden Fall erstmal machen, ist, dass wir den Weg hier mal versuchen so zu setzen, wie wir das haben wollen. Und da habe ich mir überlegt, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn der erstmal so hoch weiterhin wäre und dann sich praktisch später selbst anpasst. Da das Tool das alles nicht so ordentlich gemacht hat, musste ich dann ein bisschen improvisieren und dachte mir, okay, ich gehe über den Tunnel. Habe das dann auch mehrfach versucht, wie das dann letzten Endes funktioniert. Hier hat es dann letzten Endes einigermaßen funktioniert. Ich habe aber gesehen, okay, so richtig ideal ist es nicht. Aber ich konnte dann hergehen und hier den normalen Weg machen und dann dazwischen praktisch nochmal abreißen, um dann eine normale Leiter praktisch beziehungsweise Treppe hinzusetzen. Die verbinden sich da ja zum Glück immer dann von selbst. Genau, dann hatten wir auf der Seite auf jeden Fall Stützen und dann habe ich mir überlegt, Mensch, den restlichen Weg habe ich so ohne Stützen gemacht, finde ich jetzt vielleicht gar nicht so gut. Aber wir mussten dann auch erstmal noch ein bisschen rumgucken, was die Tiere auch so machen, das ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, wir werden in dem Video sogar mal kurz bei den Tieren durchgucken. Zunächst habe ich auf jeden Fall mal bei den Cutters nachgeguckt, weil da ein Cutter an Altersschwäche gestorben ist. Und da waren einige coole Cutters drin, auch Männchen und vor allem weiße Männchen unter anderem, aber nur ein Weibchen und das für einen absolut überzogenen Preis, ihr seht selbst. Das wollte ich mir einfach nicht leisten. Und da wir dann noch drei Männchen, glaube ich, drin haben in dem Gehege. Nein, wir haben gar kein Männchen drin, aber dann habe ich erstmal eins reingesetzt. So war das, genau. Erstmal ein Männchen reingesetzt und dann einfach mal gucken, dass wir die nächsten Folgen mal was holen. Dann habe ich gesehen, okay, wir haben auch nur noch einen roten Wari, das ist ein Weibchen. Und dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt eh schon dabei bin, mal zu gucken, was in den Gehegen so alles drin ist, gucke ich mal, ob ich direkt einen neuen roten Wari bekomme. Und habe dann direkt für einen ordentlichen Preis ein Männchen bekommen und das dann auch direkt reingesetzt. Dann ist mir aufgefallen, okay, bei den afrikanischen Wildhunden ist ganz schön viel los im Gehege, da wuselt es ziemlich. Und da dachte ich mir dann, Mensch, dann gucke ich doch mal, dass ich da ein bisschen aussortiere. Hab dann natürlich, so wie ihr das sehen könnt, bin ich dann hergegangen und habe die schönen Tiere drin gelassen und habe die etwas, ja, nicht so schönen genetischen rausgeworfen. Halt natürlich Auslese, ne? Dann eben auch hier bei den, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein von den Tieren, bei den Hyänen, genau, bei den Tüpfelhyänen. Bin ich hergegangen und habe ein bisschen durchgeguckt, was wir momentan für Tiere haben und vor allem, welche Tiere wir entfernen können erstmal, was da jetzt nicht so arg stört, wenn wir die wegtun. Und das hat auch ganz gut geklappt. Da konnte ich dann, glaube ich, zwei aussortieren, die wir nicht brauchen. Die stelle ich offscreen dann noch in den Markt rein und dann gucken wir mal, was die uns bringen. Weil die, wissen wir ja, bringen ganz schön gut Arterhaltungspunkte und da können wir dann ordentlich aufstocken. Damit wir uns gute Tiere in Zukunft weiterhin leisten können. Das ist sehr, sehr unerlässlich. Hier bei den chinesischen Schuppentieren habe ich gesehen, okay, da fehlt ein Weibchen. Es sind nur drei Männchen drin. Und habe dann mal direkt sortiert, habe direkt eins gefunden und zack, reingesetzt. War wichtig. Dann mal bei den Pandas vorbeigeguckt, da habe ich gesehen, okay, da ist viel Junges drin, wenig Altes, das lasse ich so.
Dahingegen bei den Nilwaranen, da ist ziemlich viel drin, aber auch einiges jung, auch einiges Junges, was besser wird als das, was schon drin ist. Dafür habe ich mich dann auch entschieden, ein bisschen mehr auszusortieren. Also einige Männer, glaube ich, habe ich rausgenommen, fast alle, bis auf eins, kann es sein? Ja, ich glaube, alle bis auf eins. Die Jungtiere habe ich natürlich drin gelassen. Ja, und die Weibchen auch. Dann bin ich nochmal weitergegangen zu den Wildschweinen. Die Wildschweine sind mal wieder absolut überbevölkert, absolut überzogen. Die fühlen sich natürlich dann auch nicht wohl. Vielleicht ist das Gehege aber auch ein bisschen klein. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht in Zukunft das ein bisschen verändern und da vielleicht ein anderes Tier reinmachen, das nicht so viel Platz braucht und dann einfach für die Wildschweine mehr Platz da ist. Allerdings werden die sich dann halt noch mehr vermehren und dann hat man immer die Probleme. Einige dann direkt freigelassen, weil die bringen vom Geld her jetzt eh nicht Vermögen. Von daher dachte ich mir, komm, lass ich frei. Dann habe ich den Weg hier fertig gemacht, habe dann ein bisschen rumprobiert. Ich wollte eigentlich schon vorher runter, habe dann aber gesehen, okay, ich weiß nicht, ist eigentlich ganz cool, wenn die Treppe direkt vorne am Weg ist, warum eigentlich nicht? Und dann ist praktisch der Grundaufbau schon da gewesen. Dann bin ich natürlich hergegangen und habe den Weg, wo keine Stützen sind, da hätte ich natürlich sogar Stützen drunter machen können, aber ich wollte das so ein bisschen auf dem Berg aufsitzen haben, den Weg, und habe das dann deswegen auch so gemacht, habe dann erstmal den Weg nochmal entfernt, weiterhin mit dem Aufschüttwerkzeug Erde aufgeschüttet, um dann den Weg praktisch wieder direkt drauf zu zimmern, weil ich einfach finde, dass es schöner aussieht, wenn er dann direkt abgeflachtes Gelände macht, dann sieht es ganz gut aus. Und dann sieht es auch so aus, als ob das so sein müsste. Hab dann natürlich versucht, das dann so ein bisschen auf dem Berg aufzusetzen, dass es ordentlich aussieht. Das ist mir erstmal nicht so gut gelungen, aber dann, glaube ich, hatte ich den Dreh ganz gut raus und habe das dann schon so angepasst, dass man sagen kann, okay, das sieht jetzt, glaube ich, ganz gut aus, so alles in allem gesehen. Dann musste ich natürlich gucken, was mache ich dann, ne? Und da fiel mir dann auf, okay, cool, das kann man dann ganz gut pflanzen später und dann mache ich einfach jetzt mal den See drumherum. Das war ja auch im Plan und deswegen habe ich hier mal einen recht großen See sogar ausgehoben. Also der ist jetzt nicht winzig klein, ist wahrscheinlich auch nicht der allergrößte, den ihr jemals hier in Planet Zoo, in irgendeinem Zoo gebaut gesehen hättet, aber er ist, glaube ich, schon ganz ordentlich und ja, man kann sagen, es ist nicht nur eine Pfütze, nicht nur ein Tümpel, sondern man kann schon sagen, es ist ein kleiner See. Damit habe ich natürlich unter der Treppe angefangen und deswegen fand ich auch die Stützen ganz cool, wenn man dann einfach sieht, die sind nachher unter Wasser. Die sieht man dann unter Wasser, dass das richtig cool gebaut ist und so. Das hat halt typisch was von Szenerie, wie man das so aus Zoos kennt und natürlich auch aus Freizeitparks und so. Das ist ganz typisch, dass es alles so geplant ist und mir gefällt sowas eigentlich immer ganz cool, wenn man sich immer wieder denkt, wenn man da durchläuft, so krass, wie das gemacht ist. So, das ist eigentlich schon ganz cool. Musste natürlich ein bisschen gucken, wie ich das mache und ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, dass ich es direkt als gerade Kante vorne am Weg gemacht habe. Das ist tatsächlich beabsichtigt, weil ich einfach finde, das sieht man auch häufig mal in Schlössern oder so, dass da ein Weg direkt so gebaut ist, dass es dann so eine abgeschnittene Kante gibt. Das ist aber auch ganz okay, weil man sieht ja, der Weg ist praktisch draufgesetzt auf die Natur sozusagen. Das soll ja eher so ein natürlich dargestellter Weg sein und das habe ich auch versucht hier zu vermitteln. Und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Genau. Dann natürlich noch ein bisschen abflachen und dann lassen wir auch gleich mal Wasser da rein und gucken mal, da habe ich natürlich wildes Wasser genommen, weil ist ja ein See und nicht so ein Tümpel, wo das Wasser so seit Jahrzehnten drin rumsteht. Der geht auch direkt bis oben an die Kante. Ich mache das auch gleich noch ein bisschen tiefer, weil ich ja auch den tiefen Eindruck irgendwie bekommen will. Und ich glaube, das gelingt auch sehr, sehr gut, dass der Eindruck so ein bisschen gelingt. Und eine Landzunge, dachte ich mir, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn die Landzunge so ein bisschen nach draußen gehen würde. Das fände ich ganz schön, da kann man dann gut bepflanzen und vielleicht fürs Gehege richtig cool was machen. Und hier, wie gesagt, mache ich den Tümpel noch ein bisschen niedriger, also den See noch ein bisschen tiefer, nicht niedriger, tiefer natürlich. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee.
So, dann bin ich aber auch schon fast am Ende angekommen des Let's Plays und überlasse euch jetzt den letzten Bildern hier zu dem Let's Play so ein bisschen, erkläre euch jetzt nicht mehr viel, was ich mache. Ich habe einfach nur noch Wasser reingesetzt und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Natürlich auch, wenn ihr das Video liked und die Glocke aktiviert, das wäre super. Und natürlich könnt ihr jederzeit eure Tipps in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr freuen. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Over and out. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.